Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir gehen heute ein bisschen auf Wanderschaft. Ich bin hier gerade runtergegangen, wie ihr seht. Ah, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal schon gemacht habe. Doch, ich glaube, letztes Mal habe ich auch die Fallen gebaut. Treppe verbindet sich auch so langsam. Oben habe ich so ein bisschen, ja, brauche ich noch Steine und Stöcke, um halt so die Piken zu machen. Und ansonsten würde ich sagen, haben wir erstmal so ein kleine sichere Basis. Und jetzt würde ich gerne mal langsam so erkunden. Ich wurde jetzt schon einmal privat und einmal auch per Nachricht oder zweimal sogar angeschrieben, ich soll mich doch mal um einen Kochtopf kümmern. Ich habe keine Ahnung, woher ich den kriege. Und dann dachte ich mir, schaffen wir mal ein bisschen die Gegend aus. Ich weiß gar nicht, wo es da lang geht. Nebenbei kann man ein paar Stöcker. Ne, es ist leider nur ein Busch. Schade. Der interessiert mich nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo unsere Absturzstelle war. Genau, das Icon für die Basis sieht man auch, sehr wichtig. Ah, da hinten sehe ich ein Lager. Vielleicht haben die ja einen Kochtopf für uns. Ah, hier hacke ich nochmal kurz die Stöcker, unbedingt Stöcker. Ups, jetzt habe ich was anderes abgehackt. Und das für Beeren. Das sind rote, das sind Tollkirschen, glaube ich. Und sind schon voll. Ja, jetzt fällt mir auch. Ups. Jetzt fällt mir auch wieder ein, was ich mal machen wollte. So ein Stoff. So ein Behälter für Stöcke. Wäre mal ganz gut. Alles mitnehmen, was wir kriegen. Tücher brauchen wir auch unbedingt. Ich hoffe nur, das Lager ist verlassen. Und auf so einen fetten Mutant habe ich eigentlich auch keinen Bock. Ja, das sind fünf. Da waren gerade fünf auf einem Fleck. Ich glaube, das Lager ist nicht verlassen. Vielleicht haben wir Glück und die laufen weiter. Kommt man da rein? Scheiß Klamotten. Scheiß Tennisball, weg damit. Ah, da unten sind auch noch Kisten. Das ist ein fucking Krokodil, Alter. Willst du mich Honig piepeln? Und das. Ich wusste gar nicht, dass es scheiß Krokodile gibt in diesem Spiel. Was sind das hier für Behältnisse? Das raff ich noch nicht.
Ja gut, Krokodilfleisch holen wir uns mal ganz schnell. Bin mal gespannt, was wir daraus basteln können. Ja, yeah, Geld, ich bin reich. War nur eine Kiste. Dann gehen wir auf der anderen Seite wieder hoch. Oh, da ist noch eine Kiste. Ich finde es echt schade, dass wir noch keine Kiste, keine Karte haben. Also wie ich mich kenne, vergesse ich den Ort wieder. Ach, da kommt man einfach auch wieder rum, okay. Ne, irgendwas ist hier doch in der Nähe, oder? Kenne ich ja gar nicht. Da läuft einer lang. Und da laufen gleich noch mehr. Neue Pflanze entdeckt. Das ist wunderschön. Ich muss mir mal echt mal die Pflanzen durchlesen. Ich lese die mir nie durch. Was denn? Giftiger Pilz? Laufen hin und her, diese. Weiß nicht, glaube ich, höre einen, oder? Ja, das kann man knicken hier. Oh! Hi! Ich bin weg. Und ein Krokodil! Scheiße! Ich werde ja von allen, ja, gejagt quasi. Die stehen da einfach und sagen nichts. Aber verfolgen mich auch nicht. Hat mich einfach gerade nur das Krokodil entdeckt. Trau mich auch gar nicht hier zu schwimmen eigentlich. Sehe ich da einen Regenbogen? Cool. Sehe ich auch das, glaube ich, das allererste Mal im Spiel. Stoff. So. Dann auf der Seite, dann machen wir doch quasi so einen Kreis.
Naja, stimmt, wir haben auch Haie gesehen am Anfang ziemlich. Aber ich weiß nicht, ob es die auch im Spiel gibt. Aber wenn es Haie und Krokodile gibt, obwohl das hier, denke ich mal, nicht so eine Klimazone für Krokodile sind, dann gibt es doch bestimmt Bären, das ganze Gesocks. Alter, 1, 2, 3, 4, 5. Und die schneiden mir den Weg ab. Oh! Was denn? Krokodil, fuck you! Alter, fuck you, Krokodil! Die gar nicht drauf geachtet. Mann, oh Mann, ich dachte mir, ich habe jetzt diese Kannibalen entdeckt. Scheiß Krokodil, ey. Ich mach mir aus dir Schuhe. Ich bin mit unserer Stoffausbeute noch nicht so ganz zufrieden. Hier gibt es wieder Warane. Das ist schön, die laufen weg. Scheiße, daneben geschlagen, das Glück. Boah. Ich brauche die zwar nicht, aber hey. Wenn die schon so einen vor die Nase laufen. Oh, Zeltlager. Da gibt's doch jetzt einen Topf. Oh. Hier geht's runter. Und meine Tarnung ist abgegangen. Warum ist meine Tarnung abgegangen? Ach, bestimmt, weil ich ein bisschen Schaden gekriegt habe. Sonne ist auf dem Zenit. Hauen wir uns noch was rein. Trinken einen Schluck. Dann gucken wir doch mal, was es da drin so gibt. Oh, er ist jetzt schon kaputt. Oh, 5 Meter Seil. Na gut, ich werde ein bisschen rutschen. Kann man rutschen? Ja. Das Dumme ist, ich sehe nicht, was unter mir ist. Naja, sind da 5 Kannibalen und ich kann nichts machen. Fehlt nur ein Kochtopf, dann gehe ich auch wieder. Mission to Kochtopf. Und Tücher nehme ich. Oh, hier liegt Fleisch drin. Warum liegt hier Fleisch drin? Das sieht mir eher nach etwas aus, womit man irgendwas füttert. Oh, Seil können wir auch gebrauchen. Wie kommen wir denn hier runter? Neuer Eintrag in die To-Do-Liste. Komme ich nochmal auf die To-Do-Liste? Dieses Mutantenvieh. Yacht. Und To-Do-Liste. Finde die vermissten Flugzeugpassagiere. Finde einen Weg in den Kessel. Herauf zu klettern.
heraufzuklettern. Finde einen Weg in die Felswände. Baue Verteidigungsanlagen. Habe ich doch. Hm. Hm. Was ist das hier? Hm. Auch mal wieder irgendwelche Haken oder so? Hm, okay. Irgendwas brauche ich. Ich weiß noch nicht was. Wie können wir das sein? Können wir nur kombinieren, ne? Ausrüsten können wir es nicht. Hm. Gut, ich weiß es nicht. Okay, schön mal hier gewesen zu sein. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg nach Hause. Hm, kein Kochtopf gefunden. Also hier brauche ich irgendwas. Ich würde sagen, so eine Art Widerhaken oder so, damit wir an diese kleinen Seile rankommen. Oder muss ich da vielleicht diese Seilkombination bauen? Vielleicht geht das nur da. Da brauche ich aber mehr Seil oder mehr Tücher. Hm. Ja, Sonne geht schon Richtung unter. Scheiße, muss ich mir das echt nur merken. Koffer! Koffer! Gib, gib, gib! Ups. Oh, ich kann die nicht mehr nehmen. Ich bin voll. 5 Stück gehen nur. Scheiße. Brauche ich doch echt mal einen Schrank. Das ist auch ein Lager. Da waren wir da schon? Nee, da hinten waren wir. Also hier lang und dann da. Oh gut. Jetzt hoffentlich hier auf keine Patrouille stoßen. Ah, Pfeile hatten wir auch mal liegen lassen, weil ich mir nicht mehr tragen kann. Okay, gerade keiner da. Scheiße. Ich sag's und dann kommen sie. Und tschüss. Ja, hi. Kennt er mich? Ich bin's. Der Heinrich. Mir wird der Weg abgeschnitten. Scheiße, scheiße, scheiße. Nein. 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 Du hast Ausdauer. Deine Mutter. Nein. Warum kommen die nicht?
Mach zu. Ich verstehe nicht, warum die mich nicht weiter verfolgt haben. Dumm ist, ich kann jetzt gar nicht hoch. Dann können wir mal kurz gucken, ob wir vielleicht von unten die Treppe irgendwie hier weiterbauen können. Upsala. Nee. Scheiße, nein. Nee, jetzt habe ich sie gebaut. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Na gut, dann müssen wir sie von unten wieder abreißen. Ja. Yep. Okay. Vielleicht die Lampe nicht anmachen sollen. Können wir mal Licht machen? Geht das? Boah. Na los, bau doch da. Wieso machst du das jetzt nicht? Hier hätte ich jetzt gerne Licht. Macht aber nicht. Warum darf man hier kein Licht bauen? Voll doof. Scheiße! Licht aus. Der Tausendfüßler war da gerade. Jetzt bleib weg mit deinem Kack-Ding hier. Mit mich. Mit dem Bogen. Aus. Kommt der Mond ja raus? Ich fühle mich jetzt nicht sicher. Ich würde gerne abspeichern oder schlafen. Und so tun, als ob nichts gewesen wäre. Machen wir, komm. Einfach mal hier runter. Ey, warum ist dieses Kack-Baumenü noch da? Ey, geh weg. Geh weg, du Kackbaumenü. Ja, meine Fallen auslösen. Naja, dann schlafen wir hier. Ha, wir leben noch und ich habe dieses Kackbaumenü immer noch dran. Alter, das regt mich gerade auf. Du kannst doch gar nicht weiterspielen. Ich will nicht bauen. Warte, dann machen wir das doch hier. Komm mal her. Du doofes Ding. Alter, bau das da hin. Na gut, dann eben nicht. Da waren auch gerade die Mutantenbabys. Die holen wir uns noch.
3 Stück. Nein. Nein. Boah, so wird das nichts. So schon eher. Warum kann ich die Pfeile nicht mehr aufsammeln? Weil ich daneben geschossen habe. Ich kann nichts mit diesen Babys machen. Das sind ja mehr als ein. Hinterlässt das eine Mutanten für diese Kackviecher? Das ist mein Pfeil. Bleib hier oben. Nicht runterfallen und sterben. Es hat mich jetzt echt gerade ein bisschen aufgeregt. Na, ich habe auch ganz vergessen, was zu essen. Mal hier irgendwas, was man noch essbar, essbar. Ne, Busch. Ja, hier. Oh, alles roh, verdammt. Nix fertig hier, nix fertig. Ja, also. Die wissen definitiv, wo ich jetzt wohne. Aber ich glaube, das wussten die vorher auch schon. Da ist jetzt, geht die Welt nicht unter. So, was ist das denn? Ist das schlecht? Ich kann nicht mehr tragen, ich bin voll. Oh nein, ne? Oh nein. Ich habe vergessen, die Tür zu öffnen. Na gut, wir haben hier unten. Essen wir hier unten noch schnell was. Setzen wir uns mal kurz. Na los, komm, ich hab Hunger. Oh, eins reicht nicht. Machen wir noch eins drauf. Schmeißen wir noch einen Dollar drauf, dann brennt das besser. Die Viecher sind echt nicht blöd. Die laufen jetzt nicht einfach straight hinterher. Oder die haben mich einfach nicht mehr gesehen, weil ich ja die Supertarnung habe. Also ich werde auf jeden Fall am nächsten Tag, glaube ich, noch ein paar Fallen bauen. Achso, und dann können wir. Was kriegen wir von hier auch nicht kaputt? Oh. Ey, die haben meinen Wagen umgeschmissen. Ihr könnt den anderen aus dem See holen, bitte.
Also, dass dieses Symbol nicht weggeht, nervt. Nervt, nervt, nervt. Aber hier sind wenigstens ein paar Bäume wieder nachgewachsen. Die können wir wieder fällen. So, ich weiß nicht, ob ich das euch schon gezeigt habe. Ich glaube schon. Hier einfach so ein paar Spitzen dran. Der Baum muss weg. Ich glaube, der ist noch zu nah. Dass wir hier rüberspringen können. Nee, ich glaube, die Äste hebe ich erstmal da oben. Essen! Ah, verdammt. So, Vogelhäuschen haben wir auch schon. Zwei Federn. Gibt ihm mehr Mühe. Ich wollte hier einen Fallkorb bauen. Ach, reicht natürlich nicht. Dass, wenn sie angreifen, ich hier von hier oben schießen kann. Und dann brauchen wir hier noch was zu essen, finde ich. Was ist denn nur 5? Das können wir auch reinbauen. Gleich hier so neben dem Bett? Nee. Wir können es hier so in die Seite bauen. Irgendwie kann ich gar nichts bauen, kann das sein? Hm, ich glaube, das Spiel spinnt. Ich glaube, ich kann gerade gar nichts bauen. Ist natürlich ein bisschen schade. Aber auch mal ein fertiges The Forest spackt mal rum. Gut, ist nicht schlimm. Dann mache ich hier mal einen Break. Und mach dann nochmal einen Verteidigungstag. Nehme ich hier nochmal vielleicht die Treppe fertig baue. Ja, Stöcker sammel. Und dann würde ich das nächste Video wieder so einen, ja, Rundgang mal machen. Vielleicht, ups, die andere Seite. Ich glaube, es war hier rechts lang. Da war noch ein Dorf. Das schauen wir uns mal an. Und am liebsten, ich weiß nicht, wie das ist mit den Kannibalen. Ob die unendlich nachspawnen oder ob die wirklich irgendwie ausgerottet werden. Das wäre auch nochmal interessant zu wissen, weil dann würde ich mich echt mal auf die Lauer legen und immer so Zweiergruppen oder so mal eliminieren. Damit die Viecher weniger werden. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es werden immer mehr. Die Patrouillen werden größer. Gut, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ein Abo wäre noch besser. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.